Willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Digimon Masters Online. Diesmal klappt das hoffentlich mit der Aufnahme beim Serki, dass ihr auch beim Serki auf seinem Kanal die Folge aus der anderen Sicht schauen könnt. Genau. So. Und auch nochmal ein schön herzliches Hallo an die Zuschauer auf meinem Kanal, beziehungsweise bei meinen Videos. Genau, der Serki musste nämlich alles nochmal nachspielen, was ich jetzt schon bei mir auf dem Kanal hochgeladen hatte, weil bei ihm die Aufnahme sich irgendwie zerfleddert hat. Ich weiß nicht, da ist nachts irgendwie der Reißwolf gekommen und einmal durch die Aufnahme. Fraps is gonna hating me. Genau. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es ab jetzt klappt, dass das Together ordentlich aufgenommen wird und genau, dass auch die Zuschauer vom Serki jetzt fleißig mitschauen, entweder in meiner Aufnahme oder in der von Serki oder beide sich parallel zueinander anschauen. Ich hatte ja auch schon mal so ein Together mit Ilori und da haben auch viele geschrieben, es ist cool, sich die beiden Episoden genau nebeneinander anzugucken. Okay. So, ja. Ich wollte euch dann nochmal ein paar Sachen erklären, weil die Leute immer sagen, es ist so cool, dass wir in dem Let's Play Together so viele Punkte erklären und erläutern. Viele haben gefragt, warum diese Digimons so leuchten. Das liegt daran, am besten, Serki, machst du das dann mal gleichzeitig mit mir, dass wir mal hier in die Stat Center gehen? Ja. Gehst du mal rein? Go inside Stat Center. Jo. Moment. So, go inside Stat Center. So, habe ich jetzt. So, dann sehen wir hier dieses galaktisch geile Innenleben des Stat Centers. Wenn man dann auf diese Konsole unten auf Start drückt, kommt man in so einem Untermenü. Bist du da schon? Im Untermenü bin ich jetzt. So, hier hat man dann zwei Slots. In den einen Slots muss man einen Digi-Klon reinsetzen. Es gibt die wohl in A, B und C. Und daneben sollte man einen, wie heißt das jetzt nochmal? Eben wusste ich es noch. Backup-Disk reinsetzen. Und dann kann man sich die Attribute erhöhen. Hier ist zum Beispiel Attack und also Attacke und Blocken und Critical Hit. Ja, Critical Hit. Und was ist rechts das? Das habe ich nicht verstanden. Avoid. Ja, schön. Aber was ist das? Ach so, ausweichen, also sowas. Okay, wie, ausweichen. Ja. Also man kann diese Werte erhöhen. Es könnte aber auch sein, dass das schief läuft. Dafür ist diese Backup-Disk dran, die das dann verhindert. Wir haben diese Items nicht. Diese Items sind halt teuer, die zu besorgen. Deswegen haben halt die meistens die Leute, die halt schon lange spielen, erst diese leuchtenden Digimons. So, auf jeden Fall bekommt man so ein leuchtendes Digimon. Wir gehen da jetzt raus. Ich würde es euch auch nicht empfehlen, die Standard-Digimon, die man am Anfang bekommt, so zu pimpen. Sondern halt erst die anderen Digimon, die man halt später im Spiel erwirbt. Und ich habe auch nochmal mit dem Serki gesprochen, weil einige ja gesagt haben, ah, holst du dir das Digimon, das würde den Umfang des Let's Plays sprengen, da könnte man wohl einen ganzen Digimon-Kanal mitmachen, wenn man jetzt die ganzen Digimon zeigen würde. Das ist wahr. Und deswegen werden wir jetzt einfach nur das Standardspiel so weit wie es geht, bis es, ich weiß, dass es bis Level 38 eigentlich ziemlich fix geht. Ab da könnte es sein, dass es etwas lahmer wird. Das weiß ich noch nicht, wie lange wir das machen. Ich habe da jetzt erstmal angesehen, es gibt hier so einen Boss, dass wir diesen Bossfight machen und dann vielleicht das Let's Play abschließen. Je nachdem, wie viele Leute sich dann noch melden, könnten wir es dann noch weiterführen. Schauen wir einfach mal, wie das so anläuft. Bisher war es bei mir auf dem Kanal ja sehr gut. Auch beim Serki war der eine Part Digimon sehr gut. 30 Views ist bei einem Kanal mit 22 Abonnenten schon eine richtig gute Zahl. Ich hoffe natürlich, dass jetzt noch viel mehr Fans dazugekommen sind bei Serkis Seite und Serkis Kanal, die jetzt bei uns Digimon verfolgen. Es würde mich echt freuen, Leute. Serki ist echt ein netter und auch hier an meine Leute, geht doch mal auf Serkis Kanal und schaut euch die Projekte an, ob die euch gefallen. Der Serki wird die gleich auch nochmal vorstellen, wenn wir jetzt gleich anfangen, die Quests zu machen. Genau. Und so viel nochmal zu dem Stand der Dinge. Habe ich jetzt irgendwas wieder vergessen mitten im Reden? Ich weiß es gerade nicht. Nichts, was mir aufgefallen ist, aber ich wäre erstmal dafür, wenn ich dich erstmal eine Party einladen würde. Oh ja, das ist natürlich grundlegend. Das hier tänzt einer ab neben uns. Und auf welchem Channel bist du? Ich bin auf 0. Achso, okay. Moment, dann wechsle ich auch mal schnell auf 0. Ja, dann komm mal zu den Frigimon. Da stehe ich nämlich gerade. Jo. So. Bin auf dem Weg. Ah, da. Da bin ich.
So, dann klicken wir mal auf das Mutfrigimon. Das hat... Ah, nee, nicht auf das Mutfrigimon, sondern auf das... Nee, normale? Doch, auf das Mutfrigimon, Entschuldigung. Okay. 12 Heavenly Generals August. Wir haben gerade bei mir den 3.8. Das heißt also, wenn ihr jetzt auch ungefähr so... Wahrscheinlich kommt das Video ein bisschen später raus. Wahrscheinlich erst so am 10. oder so. Dann könnte es sich aber trotzdem noch lohnen, dass ihr diesen Quest annimmt und diese Sachen sammelt. Jeden Monat gibt es andere... Items, die man da sammeln muss, und man bekommt dann halt so eine Crystalloid of Sinduramon von August zum Beispiel. Frag mich jetzt nicht, was das bringt. Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Ich gucke ja die Sachen immer in der Digimon Wiki nach, weil ich ansonsten ja auch total dumm wäre in diesem Spiel. Und ja, ich kann es, auch wenn Leute darunter geschrieben haben, ja, guckt doch lieber das Let's Play. Ja, ihr könnt ja das Let's Play gucken, aber ihr könnt euch doch trotzdem in der Wiki informieren. Das ist ja jetzt keine Schande, oder? Nö. Sich Sachen anzulesen. Ich meine, es gibt auch Wikis für Serien und ich finde das schon eher so ein bisschen, naja. Naja, aber wenn du überlegst, Stargate zum Beispiel hat auch eine Wiki und Stargate hat 3 Serien und die erste Serie hat 10 Staffeln, 2 Filme, die zweite Serie hat 5 Staffeln und die dritte Serie hat es zumindest auf 2 Staffeln geschafft. Da könnte man doch nicht den Überblick über kleine Details verlieren. Ja, okay. Stargate... Ja, ich bin Stargate-Fan, das wisst ihr doch. Ja, ich hab Stargate nie geguckt. Ich fand das immer so komisch, immer so irgendwie so ein Portal oder so. Ach, dann... das ist geil, ich will auch durch so ein Portal gehen. Mit der dicken Knarre. So, dann fangen wir mal an mit den Questen. Und der Serki erzählt uns jetzt mal für die Zuschauer auf meinem Kanal. Ach, genau, ich wollte noch sagen, wie viele Zuschauer ich auf meinem Kanal habe. Also, der erste Part ist momentan... jetzt hier am 3. August, ein paar Wochen her, und er hat an die 350 Views und danach haben ungefähr 100 Leute weiter Digimon verfolgt. Das finde ich ist ganz cool. Deswegen kann der Serki da durchaus mithalten mit seinen 30 Views bei seinem einen Video. Und ich weiß jetzt, wie viele Views die anderen produzieren. Ja, Serki, wir müssen die Quests abgeben. Ja, hast du diese Quest hier bei Mutfrigimon angenommen? Nein, weil wir ein Let's Play machen und da spielen wir nicht jeden Tag. Da lohnt sich das nicht. Ja, stimmt. Wenn ihr nämlich jeden Tag spielt, dann schafft ihr das. Aber wenn wir hier nur das Let's Play einmal die Woche eine Stunde aufnehmen, dann schaffen wir das nicht. Das ist ein bisschen wenig Zeit. So, ich komme in Kanal 0. Ich bin in 1. Moment, ich rutsche mal schnell rüber in Kanal 0. Ja, ich auch. Ich habe dich gerade gesehen, als ich am Umloggen war. Ich bin schneller da. Ah. Das stimmt nicht. Ich war schneller da. Verdammt. So, ich glaube, hier machen wir jetzt erstmal die Quests und gleich müssen wir die Quest-Items sammeln gehen und dann werden wir sprechen. Ich habe hier überall leuchtende Dinger. Das ist echt Wahnsinn. Boah, hier ja, ist ein Herr der Schöpfung. Der bist du dran. Ah, okay. Ja, Mini has become odd. Was war nochmal odd? Ich glaube, das heißt irgendwie genervt, gelangweilt oder so. Ja, also, weißt du, wer Hayase Harris... Achso, weißt du, wo Hayase Harris ist? Naja, du musst doch den Quest lesen, den Text haben wir doch schon irgendwann mal gelesen. Achso, okay, gut. Ein bisschen verpeilt, aber egal. Der Tag des Matches rückt immer näher. Hayase Harris Tochter Mini scheint ein bisschen komisch zu wirken. Seit du irgendwelche... seit du ein paar wissenswert... Warte mal. Somewhat. Okay. Knowledgeable. Das habe ich auch noch... Also knowledge. Warte mal, sei mal kurz leise. Ich kann nicht, wenn du auch noch redest. Seitdem du so jemand Besonderes bist, hast du ein Wissen angesammelt über Digimon. Warum gehst du nicht und erledigst das? So würde ich das jetzt übersetzen. Okay, so habe ich das noch nie betrachtet. Das ist gut. Ja, komm, den Satz hast du jetzt wohl das erste Mal gesehen, oder? Du schaust dir ja nicht regelmäßig die Quests an. Nee. Nee, Mini findest du im Small Forest Park. Ja. Ja, komm, also ich bin ja auch ein bisschen älter. Ich habe ja schon ein bisschen mehr Englisch gehabt. Auch wenn ich da nicht so gut drin war, deswegen... Das ist jetzt nicht so dramatisch. So, hier, Quinn, kommst du mal hinterher, du lahme Socke? Ja, ich habe hier gerade die Wachstumsfrucht gekriegt. Ach so, okay. Ja, ich bin hier bei der Dame. Ah,
bei der Michelle Krier. Michelle Krier, genau. Da ist endlich mal eine Frau. Are you work... Ach so, Englisch-Deutsch wollte ich doch. bist du einer von diesen Kindern, die frei zwischen der Digi-Welt und der normalen Welt hin und her reisen können? Hast du ein kleines Kind dort drüben gesehen? Danke. Unsere Familie hat ein großes Problem. Es scheint schwierig zu sein. Aber möchtest du es trotzdem hören? So. Schnüffelhäuschen. Das, was ich gerade gemacht habe. Trauriges Schniefen. Du gehst in die Digi-Welt, oder? Mein... Was ist denn Spoos? Also ich kenne eigentlich nur Verlobter. Vielleicht Geliebter, keine Ahnung, was das heißen soll. Also mein Mann oder so. Und ich hatte ein Kind namens... Ich habe gerade meine Haare irgendwie hier, die kitzeln mich. Ein Kind namens Keenan Creer. Eines Tages, als wir Experimente mit dem Digitor gemacht haben, wurde er eingesaugt und in die Digimon verfrachtet. In die Digi-World verfrachtet. Es muss ein richtiger Kampf für so ein kleines Kind gewesen sein. Schnief. Ich frage dich, ob du mir Sachen bringen kannst über ihn. Was auch immer du findest in der Digi-Welt. Das ist jetzt sehr frei übersetzt. Bitte mach das für mich. Hier ist ein Bild von ihm. Ich hoffe, du findest ihn. So. Wie muss das wohl sein, wenn man den Typen in der Charakterauswahl ausgewählt hat? Dann so, Mama, ich bin doch hier. Ja, genau, weil man kann den Charakter ja auch auswählen. Das ist ja einer von den vier Digi-Leuten, die man auswählen kann am Anfang. Das ist der Kleine mit den schwarzen Haaren. Bitte such meinen Sohn, ich bin doch hier. Nein, den anderen. So, das bin ich wieder, weil es eine Dame ist. Ach, so langweilig, richtig. Erinnerst du dich an das Digimon, das mit mir hier war? Ah, danke. Ich habe Piumon immer noch nicht gefunden. Ich werde ihn aber irgendwann finden. Ich möchte dich etwas fragen über Piumon, was so lange bei mir war. Ich mache mir solche Sorgen, wie es ihr geht. In der Digi-Welt. Ich würde sie selber suchen, wenn ich könnte. Aber meine Mutter hat gesagt, es ist so schwierig. So lässt sie mich also nicht gehen. Könntest du mir bitte Sachen bringen, die Biomon vielleicht verloren hat? Also Hinweise auf Biomon? Könntest du mir bitte 10 Biomon-Federn und 10 Biomon-Krallen bringen? So. Wie perfekt ich das einfach nur getimed habe. Was denn? Auf die Quest zu klicken und dann hast du angefangen zu lesen. Ja, dann ist das ja gut. Ach, schon wieder eine Dame. Heute bin ich ja gefragt hier. Wir haben das ja nämlich so gemacht, dass, das wisst ihr jetzt noch nicht, die Zuschauer vom Serki, dass ich die Damen lese und er die Herren. Und deswegen bin ich das jetzt hier. Hey, Ruki. ich habe auf dich gewartet. Du bist jetzt wahrscheinlich schon ein offizieller DATS-Agent geworden. Das ist unglaublich. Was? Your reputation. Reputation heißt, glaube ich, Leistung. Deine Leistung sieht man dir an, oder so wird das heißen. Ja. So, nun lass mich deine Fähigkeiten testen. Trimogemon sind plötzlich erschienen im Woodbench Trail. Und sie machen uns Probleme, auf Digimons zu reiten. ich möchte, dass du auf sie aufpasst. Wenn du mit ihnen umgehst, wirst du lernen, wie man auf einem Digimon reitet. Ich denke, es wird dir viel bringen, weil du ja noch keine Erfahrung im Digimon-Reiten hast. So, versuch es doch mal.
So, haben wir jetzt noch irgendwas? Wir müssen noch mit. Hier, mit dem einen müssen wir noch reden. Ey, du da. Wir reden. Okay. So, Dorofins Ruf. Oh, du bist der neue Tamer vom Dutch Center. Na dann, gratuliere, wenn du bereit bist, um dein Präsent anzunehmen. Dann sprich mich nochmal an. So, das werden wir auch mal direkt machen. So, Dorofins Present. Das hört sich irgendwie Klar. wie Dorfys Present an, dann denke ich immer Ja. an Zauberer von Oz. Also, ich könnte dir letztendlich ein Geschenk geben. So, wir müssen Nee, ich nochmal. könnte dir das Geschenk geben, Ach nicht so, ein das Geschenk. Geschenk. Nochmal mit So. ihm reden? Okay. Jetzt nochmal. Ach so. Überprüfe dein Tamer-Item, das du hast. Du wirst sehen, Slot 1, Slot 2 im Equipment Fenster. Du kannst certain Items, Verschiedene certain, heißt das. genau, certain verschiedene Items in die Slots legen, Die die dir dir spezielle erlauben. Fähigkeiten geben. Genau, die dir spezielle Fähigkeiten geben. I Oder give you Fähigkeiten those. oder Nee, Gefälligkeiten oder I am sowas. give you those slots. Das ist aber schlecht übersetzt. I am give you those slots. Ja, es ist doch etwas Überschlapprisch, du. seltsames Englisch. Ja, okay, Das also ist aber öfters in dem Spiel so, dass es manchmal etwas seltsam ist. Aber wie gesagt, das Spiel wurde ja aus Ach vom so, Koreanischen ins Moment. Englische übersetzt. Moment, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich glaube, ich werde deine Beförderung Ich werde dir diese celebrate. Sachen schenken, um deine Beförderung zu feiern. Ah. Ach, I'll give you those slots. Ach so. Ah, Mann, ich habe das jetzt voll komplett anders da verstanden. Mann. So, also, Leute, ja. versucht das erstmal nachzumachen, live in einem Let's Play zu übersetzen. Ich wette, euch wird das auch nicht so einfach fallen. Es geht mir noch nicht mal im Unterricht richtig gut. Ja, genau. Wenn dann der Lehrer sagt, übersetz mal. Nee, also weiter geht's. Ich hoffe, du wirst sie gut nutzen. Oh, ich werde dir auch ein paar Klamotten geben. Ein Pla Kla paar Klamotten geben. Und Handschuhe, die du anziehen kannst. Ach so, wo du Attribut-Items einsetzen kannst. Das ist teures Zeug. Also vergiss sie nicht anzuziehen. Ach so, die ganze Zeit. Vergiss sie nicht die ganze Zeit anzuziehen. Okay, wir erhalten AP, Attribute, Rank A und HP. Okay, das ist doch super. Nimm mal an. Wollen wir das direkt machen mit dem Equipment Merch, oder? Ja, wir müssen ja erstmal gucken, ob wir überhaupt Sachen haben, wo wir die reintun können. Stimmt. Ich habe nämlich gar nichts. Aber ich habe die Dats-Uniform, die habe ich noch gar nicht angezogen, Leute. Dann Oh. schaut uns doch mal an, wie wir. Ach, jetzt hat er die schon angezogen, so schnell. Die Dats-Uniform anziehen. So, zack, das ist meine Dats-Uniform. Und das ist die vom Serki. Yeah.